Jo, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir reagieren heute auf ein erneutes Video von Dave. Video heißt, wie man Euro im Schlaf verdient. Money Glitch. Ich bin sehr gespannt. Chat ist auch gespannt. Richtig, sagt ihr seid gespannt wie ein Flitzebogen. Oder wie das Sprichwort auch nochmal heißt, Digga. Gespannt wie ein Flitzebogen, jo. Ja. So, wir gehen rein ins Video. Ja, ihr seid alle gespannt, Chat. Wir gehen rein ins Video. Dass ich Money Glitches liebe. Kleine Hacks und Tricks, um irgendwie an Geld zu kommen. Dass man grundsätzlich im Internet Geld verdienen kann, wisst ihr. In den letzten Tagen ist mir allerdings eine super verrückte Idee gekommen, wie ich während dem Schlafen im Internet Geld verdienen kann. Und das Ganze ist kein Witz. Funktionieren wird es aber nicht durch mich alleine, sondern nur mit eurer Hilfe. Was ich vorhabe und wie das funktionieren soll, erfahrt ihr in diesem Video. Dieses Video ist tatsächlich aus einer Idee heraus entstanden, wie ich möglichst viele Spenden für die Ukraine sammeln kann. Was in der Ukraine gerade abgeht, ist völlig unglaublich. Dass wir Krieg in Europa haben, hätte ich niemals gedacht. Und ich wollte eine Möglichkeit finden, wie alle von uns etwas dagegen tun können oder den Leuten dort helfen können, auch wenn das Geld bei ihnen vielleicht gerade knapp ist. Und genau so ist dieses Video entstanden. Alles, was in diesem Video also passieren wird, das komplette Geld, was dabei rumkommt, geht sofort in die Ukraine. Und nicht nur das, sobald ich erstmal alles erklärt habe, werdet ihr es noch verstehen, ich werde den Betrag komplett verdoppeln. Ich bin kein Politikwissenschaftler, ich will da meine Jetzt nicht Einschätzung mehr. gar nicht zu groß rausgeben. Es ist unheimlich schrecklich für alle Leute, die da sind. Ich und viele Leute um mich herum befinden sich in den letzten Tagen und Wochen in einer absoluten Schockstarre und wissen gar nicht so recht, wie man mit der Situation umgeht. Ich denke an alle von euch, die Familie dort haben. Ich denke an alle Leute, die da sind und ich probiere mit diesem Video einfach was Gutes zu tun und euch damit einzubeziehen und die komplette Kraft dieser Community zu nutzen, um einfach wirklich vielleicht ein bisschen was zu verändern. Und nicht wundern, jetzt wechselt das Video wieder zu einem Unterhaltungsvideo. Das, was ich kann, das ist mein Job und ich hoffe, dass ich euch auf... Wie meiner Chat, richtig? Ich unterhalte euch nämlich auch. Bin ein Entertainer. ...ein paar andere Gedanken bringen kann. Viel Spaß mit dem Video und lasst uns gemeinsam was Gutes tun. Vor einigen Monaten habe ich ein Video hochgeladen, Nein, doch. In dem ich erzählt habe, wie viel Geld ich in 2021 verdient habe. Auf das Video wurde reagiert, erstmal nichts Ungewöhnliches. Dann habe ich mir irgendwann beim Essen mal die ganzen Reactions angeschaut und geguckt, was meine YouTube-Kollegen so dazu sagen oder vielleicht, was sie verdient haben. Dabei gab es eine Person, die den Rahmen völlig gesprengt hat, aber seht selbst. Ich weiß nicht... Ich weiß jetzt schon, dass ich da wieder nicht dabei bin. Warum? Wir haben nur gepennt, 7 Stunden, gestreamt, hochgeladen, 824.000 Aufrufe und damit haben wir 2.600 Euro gemacht. Also, es ist kein Witz, Trimax hat ein Video hochgeladen, in dem er schläft. Das Video bekommt 800.000 Aufrufe und er verdient 2.600 Euro damit. Dass das völlig absurd ist, muss ich keinem von euch erzählen. Ich bin aber ein bisschen ins Grübeln gekommen. Wie könnten wir das für uns nutzen? Wie könnten wir das in der jetzigen Situation nutzen? Und vor allem, wie können wir das auf die Spitze treiben? Dazu aber erstmal kurz YouTube-Theorie. Geld mit YouTube AdSense zu verdienen, funktioniert dadurch, dass sich Zuschauer Werbung anschauen. Wenn der Zuschauer die Werbung nach 5 Sekunden wegklickt, bekommt man weniger, als wenn der Zuschauer die Werbung komplett durchlaufen lässt oder sogar draufklickt. In YouTube Studio, also wo YouTuber die Einstellungen für ihre Videos vornehmen, kann man selber entscheiden, wie viel Werbung im Video vorkommen soll. Das bedeutet, ich kann auch, wenn ich möchte, alle 2 Minuten Werbung reinballern, was bei 8 Stunden Schlaf ca. 240 Werbungen wären und damit 238 Werbungen mehr als bei Trimax. Wenn ich jetzt also möglichst viele Leute dazu bekommen würde, sich ein 8 Stunden langes Video von mir beim Schlafen reinzuziehen, bei dem alle 2 oder 3 Minuten Werbung läuft, dann könnte das ein absolut lukrativer Money Glitch sein. Damit das Ganze aber funktioniert, brauchen wir vorrangig noch genau 2 Sachen. Ein Video, in dem ich schlafe und zweitens, das Schwierige, möglichst viele Zuschauer, die sich dieses Video die vollen 8 Stunden anschauen. 240 Werbungen schön und... Wer von euch guckt meine Videos mit Adblocker 1? Ich muss aber Leute irgendwie dazu bekommen, sich 8 Stunden lang reinzuziehen, wie ich schlafe und alle 2 Minuten Werbung kommen. Und hier geht das Problem so ein bisschen los. Ich muss quasi euch davon überzeugen, dass es geil ist, sich dieses Video komplett reinzuziehen. Es beim Zocken nebenbei auf einem Screen auf Lautstärke 1 laufen zu haben. Wenn ihr irgendwo am Chillen seid und natürlich nicht, wenn ihr schlaft, sondern nur, wenn ihr aktiv schaut, das Video nebenbei auf Stufe 1 auf eurem Handy laufen zu haben. Ist die ganze Zeit, immer wenn ihr nicht aktiv an einem Gerät seid, auf Lautstärke 1 dieses komplette Video durchlaufen zu haben. Es muss die ganze Zeit laufen. Damit ich aber meinen Teil auch noch dazu beitrage, habe ich mir was ziemlich Cooles überlegt. Ich werde den kompletten Betrag, der mit diesem Video rumkommt, in den ersten 7 Tagen verdoppeln. Mit einer Grenze von 10.000 Euro können wir es also schaffen, eine ordentliche Summe zusammenzubekommen und die dann in die Ukraine zu schicken, wo sie deutlich nötiger gebraucht wird als bei uns. Aber wie zur Hölle kann ich es mir überhaupt leisten, den Betrag bis zu 10.000 Euro zu verdoppeln? Kommt jetzt ein Placement, kann es sein?
Sehr gute Frage. Genau das habe ich mich auch gefragt. Habe alle meine Partner angerufen und einer war sofort bereit, das Ganze super kurzfristig zu unterstützen. Rhino Shield. Wie immer muss ich euch nicht erzählen, dass Rhino Shield so ziemlich die besten Handyhüllen auf dem Markt macht. Sie wurden unter... Du nutzt doch selber Adblocker. Ich bin aber auch ein Creator. Ich darf Adblocker benutzen. Nur Creator dürfen Adblocker legal benutzen. Also deaktiviert jetzt alle euren Adblocker, okay? Deaktiviert jetzt euren Adblocker. Jetzt. Panzer gelegt. Sie wurden aus Helikoptern geschmissen. Ihr kennt das Ganze. Jetzt gibt es allerdings eine neue Hülle, das Clear Case, bei dem es noch mehr zu customizen gibt, als bei den Hüllen, die ich euch schon vorgestellt habe. An der Hülle könnt ihr so ziemlich alles ändern. Die Knöpfe, die Kameraframes, das Lanyard, welchen Erdschocker? Das 100% recycelten Plastik ist. Damit könnt ihr euch die Hülle genauso zusammenbasteln, wie ihr sie haben wollt. Doch, Chat, ihr deaktiviert es jetzt. Was ziemlich gut passt. Natürlich könnt ihr weiterhin auch alle verschiedenen Designs und Prints deaktiviert haben, die Rhino Shield zum Angebot hat. Also egal, ob Seven vs. Wild, Disney, NBA oder ganz viele verschiedene andere Designs, ihr könnt euch die Hülle wirklich genauso gestalten, wie ihr sie haben wollt. Ich bin unglaublich stolz und sehr happy, dass Rhino Shield so schnell reagiert hat und bereit ist, dieses Video und diese Aktion zu unterstützen. Über den ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr auf die Website, sucht euch was aus und gestaltet euch die Hüllen so, wie ihr sie haben wollt. Ist wirklich keine Selbstverständlichkeit, ich weiß es sehr zu schätzen und vielen Dank, dass ihr mich dabei unterstützt, den Betrag zu verdoppeln. Jetzt geht's weiter mit dem Video. This is where the magic happens. Danke. So, ich muss mal ganz kurz eine Sprachnotiz an mein Management schicken. Jetzt reicht's mir nämlich. Schönen guten Abend. Ich habe eine Idee. Wir schreiben Rhino Shield an. Die machen nämlich bei vielen YouTubern Werbung. Und dann sagen wir denen, yo, wir haben eine coole Videoidee. Wir machen Werbung für die Handyhüllen. Und ich baue einen Unfall dann. Fahre dann mit dem Bike gegen die Wand mit dem Handy in der Tasche. Summa summarum ist es geschützt und so ein Zeug. Bitte. E-Mail jetzt raus, Business-E-Mail raus. Ab 30.000 machen wir es. Business-Chat. War kurz Business, tut mir leid für die Unterbrechung. Ich muss auch gucken, wo ich bleibe, wisst ihr, wie ich meine? Hä, also er macht jetzt ein Video, aber hat er das Video hochgeladen schon oder ist das jetzt das, das ist ja nicht das Video, oder? Wo soll man sich das Video denn angucken, Chat? Oder ist es in der Beschreibung oder so? 8 Stunden Video, hier ist es. This video can- ah, das hat er auf dem anderen Kanal hochgeladen. 99.000 Aufrufe, Digga, geil. Okay, weiter. Glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, hier wurden gerade 8 Stunden feinster Content produziert. Mit dem Setup des Grounds, einfach Kamera, MacBook, alles in OBS und dann... Das erinnert mich ein bisschen an das Video, was ich mal von Nacho gedreht habe, Chat. Könnt ihr noch dran erinnern? Schön 8 Stunden lange Aufnahme. Wo ich Nacho einfach gefilmt habe, wo gar nichts gesagt habe. Das hat auch irgendwie 100.000 Klicks oder so. Dann hoffen wir mal, dass wir da ein paar Ads reinmachen können. Das waren die anstrengendsten 8 Stunden Content-Produktion, die ich jemals hatte. Jetzt gilt es aber, das Ganze noch nachzubereiten. Das muss nochmal neu rausgerendert werden. Ich lege Mucke dahinter, damit die Leute, die YouTube Premium haben, das Ganze quasi als Lo-Fi-Playlist einfach nehmen können und Mucke dabei neben dem Zocken und beim Schlafen oder wobei auch immer hören können. Und außerdem habe ich mich gefragt, wie nennt man so ein Video? Weil eigentlich, wenn ich den richtigen Titel treffe, wenn ich den richtigen Nerv treffe, könnte ich auch internationales Publikum bekommen. Also wenn ich quasi schreibe, this video contains maximum ads, all proceeds go to Ukraine oder irgendwie sowas, dann könnte es sein, dass das irgendwie vom Algorithmus mit aufgenommen wird und daraus irgendwas entsteht. Ich werde natürlich das Video bei Reddit posten. Ich werde natürlich alles versuchen, um möglichst viel Reichweite darauf zu bekommen und natürlich hoffe ich auch auf eure Mithilfe. Aber ganz wichtig ist es eben, dass ich Leute erreiche, die nicht eh schon meine Zuschauer sind. Am besten von überall auf der Welt, dass jeder dieses Video im Hintergrund laufen lässt. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich es mache. Ich suche jetzt erstmal Mucke raus, die in den Hintergrund kommt und dann können Leute das eben als Playlist benutzen. So, hinter mir seht ihr den Anfang des Videos durchlaufen. Da erklärt eine englische Stimme, wie genau das funktioniert, was ich vorhabe, damit wir alle Leute abgreifen können, die jetzt nicht direkt aus dieser Community kommen. Ich setze mich gleich mit jemandem zusammen, der mehr Plan von Reddit hat und einen Account hat, der schon viel gepostet hat. Was denkt ihr, wofür ist dieser Schlüssel, Digga?
Ist das so ein metaphorisches Ding? Ist der Schlüssel zu meinem Herzen? Und so, damit wir das auf Reddit verbreiten können. Ich werde das natürlich auf allen anderen Socials von mir auch noch verbreiten. Und im Prinzip heißt es jetzt rendern, Video hochladen und darauf hoffen, dass es in irgendeiner Weise funktioniert. Ich weiß ja gar nicht genau, ob YouTube das nicht alles checkt und dann gar nichts passiert. Ich hoffe, dass alles glatt läuft und wir Geld zusammenbekommen, dass ich dann verdoppeln kann und das dann rausgeht. Ja, ist sehr cool. Ich habe gerade über eine Stunde hinweg Ads in dem Video platziert. Es ist alles fertig. Ich lade jetzt die 8 Stunden hoch. Klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Lasst das Video im Hintergrund laufen. Ich würde euch natürlich niemals sagen, dass ihr es beim Schlafen laufen lassen sollt. Nur böse Zungen würden so etwas behaupten. Ich hoffe sehr, dass es funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich probiere jetzt irgendwie richtig Aufmerksamkeit darauf zu bekommen. Und ich hoffe, dass ihr mich dabei unterstützt. Es ist eine ziemlich verrückte Idee und es kann natürlich wieder sein, dass nichts funktioniert. Aber wir hoffen mal das Beste. Über den ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr zum Video. Lasst es laufen. Party Vielen Gaming, Dank, danke für 5 Gifted Subs, Bruder. Und diese verrückte Idee unterstützen. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Ich mache mich auf den Weg nach Asien jetzt, um dort ganz viele Videos zu drehen. Und jetzt geht's endlich wieder richtig los. Außerdem, ich habe vielleicht schon eine Wohnung fürs Wohnungsumbauprojekt gefunden. Liebe Grüße, ciao. Wie immer, gutes Video von Dave. Ich hoffe, da kommt viel Geld zusammen, Bruder. Komm, ich lasse den Bums jetzt auch im Hintergrund ein bisschen. Ah, ich habe ja Adblocker drin. Warte, ich mache Adblocker aus. Wir lassen es auch ein bisschen laufen. This video. Moment, ich unterstütze den Dave sehr gerne. Aktualisieren. Let me show you. So, da kommt die erste Werbung. Dave, der ist für dich. An amazing ad using stock for... Der ist für dich, Dave. So. Geht aber nur mit Ton. Warum? Warum geht es nur mit Ton, Chat? Muss ich es mit Ton laufen lassen? Sonst bringt es nichts. Ah, ja, okay, dann geht es jetzt nicht, Digga. Da kann ich es jetzt nicht machen, Digga. Okay, ja, war ein gutes Video von Dave. Eine coole Idee auch, Digga. Eine coole Idee auch. Dave kommt eh immer auf geile Ideen, so. Dave hat irgendwie coole Ideen, finde ich.